Ich jetzt die Aufnahme. Wie gesagt, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern. Bin ja schon 5 Monate hier dabei mit einer Begeisterung. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Und ich habe eben heute die Ehre, euch über diese grandiose Technologie, die momentan so überall einschlägt, das eine oder andere Detail zu erzählen. Skyway, die Zukunft beginnt jetzt. Um was geht es heute hier? Natürlich um diese Transporttechnologie allgemein. Was ist das? Wo liegen vor allem die Vorteile dieser Technologie? Warum sind wir alle solche Fans davon? Was verstehen wir unter der linearen Stadt? Dann, wo liegen die Anwendungsgebiete bzw. welche Branchen können diese Technologie nutzen? Dann natürlich über unseren Generalkonstrukteur, der für mich etwas ganz Besonderes ist und seine Patente, die er schon erreicht hat. Und über unser Projekt, das wir im Moment finanzieren. Und wer schon die ersten Minuten dabei war, der hat das Video auch gesehen über den Ökotechnopark. Er ist jetzt kurz vor der Vollendung. In den Videos ist es noch nicht so gut zu erkennen. Es geht jetzt eigentlich nur noch um die internen Tests. Und dann natürlich zu den News in der letzten Woche, wie jede Woche. Was ist Skyway? Was ist an dieser Technologie so Besonderes? Wir haben ja schon so viele Transportsysteme, sprich die Eisenbahn, die Straßenbahn, die Autos, die Schiffe, was weiß ich, Seilbahnen, alles Mögliche. Nun, das Besondere dieser exquisiten Hochbahnkonstruktion ist, wie gesagt, es ist eine Hochbahn, es bewegt sich auf der zweiten Ebene auf einem speziellen Schienenkonstrukt. Es gibt ja schon oder es gab in der Vergangenheit schon das eine oder andere Hochbahnkonstrukt, zum Beispiel die Einschienenbahn, die Magnetbahn, aber das ist kein Vergleich zu diesem Konstrukt, zu dieser ganz besonderen Schienenkonstruktion. Diese Bahn kann auf dieser Höhe, nämlich auf einer Höhe von entweder 6 bis 10 Metern oder sogar bei bestimmten Bedingungen auf 15 bis 30 Metern Höhe, eine Geschwindigkeit zurücklegen, außerorts bis zu 500 Stundenkilometer. Diese Masten, die wir hier sehen, sind im Moment zwischen 30 und 50 Metern gespannt, also die schmäleren, die normalen Pfeiler. Die Idee dahinter ist sogar, dass man hiermit mal auf 400 Meter und als Endziel sogar auf 3 Kilometer Distanz gehen kann. So perfekt ist dieses Schienensystem. Dann, was noch Besonderes ist, das ist einfach der Kraftstoffverbrauch. Da werden wir dann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber hier nur mal ganz kurz angedeutet, würde man Dieselmotoren, das kennt jeder vom Auto oder vom LKW her, würde man ein 5-Tonnen-Fahrzeug mit 0,7 bis 0,9 Liter vorwärts bewegen. Unglaublich. Und die Baukosten sind auch extrem niedrig. Im Höchstfall zwischen 2 und 3 Millionen US-Dollar bei einem Kilometer. Also das ist einzigartig. Und genau diese Fakten, schon die ich jetzt gerade angesprochen habe, schlagen ein wie eine Bombe. Hier sieht man zum Beispiel eine Form, wie die stabilisierenden Ankerpfeiler eingebaut sind. Meistens sind die dann umgebaut als sogenannte Bahnhöfe oder Zusteige-Umsteigemöglichkeiten. Hier wäre zum Beispiel ein Beispiel. Später zeige ich euch noch ein paar andere Möglichkeiten. Diese Hochbahnkonstruktion gewährt eine hohe Sicherheit. Man kann hier sämtliche schon vorhandene traditionale Motoren verwenden, wie gesagt schon Dieselmotor oder auch Benzinmotor, Turbinenmotor, Elektromotor oder Hybridmotor. Die Fahrzeuge sehen eigentlich ähnlich aus wie das, was wir gewohnt sind, zum Beispiel von der Eisenbahn. Allerdings die Hängemodelle sind etwas anders. Da gibt es also sagenhaft viele verschiedene Größen und Konstellationen und alles ist schon geplant. Es steht kurz vor der Verwirklichung. Hauptsächlich verwendet man aber für die Fortbewegung die Technologie, Elektrizität. Und zwar nutzt man hierzu natürlich
Diese Energiequellen, die gerade vor Ort ideal sind, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, Russland, sehr windig, sehr kalt, wird man mit Windenergie die Elektrizität gewinnen, wo es sehr heiß ist, ich kann mir vorstellen, Afrika, Dubai, da wird man wahrscheinlich die Sonnenenergie nutzen. Man könnte aber bei Bedarf auch Erdgas, Methan, Wasserstoff, Spiritus oder auch andere umweltfreundliche Kraftstoffe verwenden, um die Fortbewegung hier zu konstruieren. So, und das zum Thema dieser Schiene selber, die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also hier ganz deutlich zu sehen, die Besonderheit, es ist immer sehr gerade dieses Schienensystem. Also man kann hier, wenn man um die Kurve möchte, braucht man spezielle Kurvenelemente und das Ganze ist vor allen Dingen in einem Konstrukt, das heißt, es ist nicht irgendwie unterbrochen, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn, wo man das Ganze miteinander verbinden muss, sondern wie die das machen, das verraten sie uns nicht, das ist ganz geheim. Man hat höchstens mal ganz sanfte Krümmungen, aber ansonsten hat man keine Temperaturfugen oder Dehnfugen und dadurch ist auch gewährleistet, dass man sehr ruhig und sehr schnell fahren kann. Interessant ist auch das, was man hier sieht. Man kann zur gleichen Zeit oben fahren, man kann zur gleichen Zeit auch unten an den Schienen die sogenannten Hängebahnen fahren lassen, in allen möglichen Konstruktionen, sei es Transport, also Cargo, das heißt Last oder eben Personen. Egal, es ist alles hier möglich. Aber wir werden noch einiges im Laufe der Präsentation sehen. Ganz unten sehen wir hier einen Querschnitt der Schiene und die schauen wir uns etwas genauer an. Was ist das Besonderheit an dieser Schiene? Sie besteht aus einem Bündel ganz straff festgezogener oder vorgespannter Stahldrähte. Die sieht man hier. Und diese Vorspannung, die ist auch entscheidend, dass das Ganze auch so stabil ist. Und selbst wenn zum Beispiel ein so Masten abbrechen würde, würde dieses Schienenkonstrukt halten. So, dieses Bündel, man nennt das auch String, vorgespannter Stahldrähte, ist umgeben von einem Befestigungselement. Und dieses ist wiederum verbunden mit dem äußeren Konstrukt, nämlich dem Schienengehäuse. Und hier drinnen hat man einen Spezialbeton. Auch das ist alles noch Geheimnis von der Firma. Das Ganze ist natürlich ja alles patentiert. Hier liegt auch das große Geheimnis der Stabilisation und dieser Schiene. Und obendrauf haben wir natürlich hier, in diesem Fall ist es die Hochbahn, dieses Stahlkopfschiene. Man sieht hier schon, sie ist sehr breitflächig und ganz glatt. Wenn wir uns dann später das Rad noch anschauen, dann werden Sie sehen, genau durch das, dass hier keine Zwischenräume sind und alles schön glatt und breit ist, kann man hier enorm an Energie sparen. Ich bin jetzt kein Ingenieur. Es muss ich auch nicht sein, um das zu verstehen. Es gibt halt hier einfach kaum Reibe- oder Rollwiderstand. Und bedingt dadurch hat man zum Beispiel bei der Elektrizität nur einen Verbrauch bei einem Fahrzeug mit 5 Tonnen, sprich 5000 Kilometern und einer Fortbewegung von 450 Stundenkilometern, hätte man nur einen Verbrauch in der Elektrizität von 9,2 Kilowatt. Würde man die gleiche Last mit einem LKW zum Beispiel voran bewegen, das heißt mit einer Reifenkonstruktion, bräuchte man 1100 Kilowatt. Also man sieht hier schon ganz, ganz deutlich, wie energiearm diese Fahrzeuge vorwärts bewegt werden. Diesel haben wir ja schon gehört, 0,7 bis 0,9 bei diesem Gewicht. Also es sind nicht mal ein Liter, unvorstellbar eigentlich. Da gibt es verschiedene Konstrukte von dieser Stringschiene. Das eine ist mal die flexible, schnittfreie Stringschienenstruktur. Wenn man das hier auf dem Bild ansieht, schauen, mein Pfeil wieder mit mag, hier. Das würde man zum Beispiel bei einer Seilbahn ähnlichen Konstruktion verwenden. Man könnte jetzt auch Seilbahnen ersetzen durch dieses Schienensystem, aber wie gesagt, es ist eine Schiene und hat mit einer Seilbahn nur das eine gleich, dass es eben flexibel ist und dass es auf den Berg hoch geht. Das ist auch schon alles.
So, dann gibt es die halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur. Man mag mich nicht wieder, der Pfeil, der liebt mich absolut nicht. Moment. Wir sehen das hier in der Mitte. Die halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur, die wird zum Beispiel eingesetzt, wenn man das Hängebrückenmodell, das wir auch uns gleich noch näher ansehen, verwendet. Dadurch kann man eben sehr viel Energie einsparen. Und dann natürlich für die Stadtbahnen, Regionalbahnen oder auch für die, vor allen Dingen die Highspeedbahnen, dann nimmt man dann die starre Konstruktion dieses Schienensystems. Und hier könnte man dann auch zum Beispiel Stromleitungen, Telefon, Kommunikationsleitungen, Internetleitungen in die Schiene mit konstruieren, mit einbauen, nämlich hier in dieses Konstrukt hier. Hier haben wir die Hochbahn als Querschnitt und hier die Hängebahn als Querschnitt. So, wo liegen jetzt die Vorteile? Warum sind wir alle so begeistert von diesen Fahrzeugen? Natürlich ein ganz wichtiger Faktor sind die Baukosten. Baukosten, ich habe mir ja vorher keine Gedanken gemacht, was das überhaupt ausmacht. Ich meine, dass es viel Geld kostet, war mir klar. Aber wie viel Geld war für mich unvorstellbar. Also ich hörte, naja, zwischen 2 bis 3 Millionen pro Kilometer bei der Skybahn habe ich mir gedacht, naja, ganz schön heftig. Aber wenn man sieht, was andere kosten, zum Beispiel die Eisenbahn, kostet das Doppelte. Die Kraftbahn, das heißt die Straße, das Vierfache, die Einschienenbahn, und hier sehen wir schon die bekannten, das Zwölffache und der Vergleich zur Magnetbahn ganz krass das 18-fache. Also extrem. Warum? Man braucht mehr Stahl. Die Schiene hat hier relativ geringen Stahlbedarf. Die Pfeiler, das ist ja alles wesentlich günstiger. Und natürlich auch die Erdarbeiten. Hier können wir auch maßgeblich einsparen. Dann führt das Ganze natürlich geringe Baukosten und geringe Fortbewegungskosten zu einer ganz schnellen Rentabilität. Das heißt, es amortisiert sich unglaublich schnell. Man sagt, innerhalb von 3 bis 5 Jahren ist das Ganze schon rentabel. Das gab es bisher in dieser Form noch nie. Und das ist auch kein Vergleich zu den bisherigen Systemen. Eisenbahn zum Beispiel muss man ständig erneuern. Da kommen wir jetzt dazu. Die Betriebskosten. Erster ganz wichtiger Vorteil ist, diese Bahn ist wetterunabhängig. Egal, ob es regnet, ob es schneit, ob es kalt, ob es warm ist, sie fährt immer, sie kann immer fahren, bedingt, weil sie irgendwo oben ist. Sie ist, ich sage jetzt mal, sehr bedienarm, dann sehr wartungsarm. Die Fahrzeuge haben eine Laufzeit, man sagt zwischen 25 bis 30 Jahre Minimum, auch die Schienen. Das Ganze ist automatisch gesteuert. Da werden wir dann gleich nochmal das eine oder andere dazu hören. Das heißt, es muss kein Schaffner bezahlt werden. Das läuft alles über Computer. Dann können Sie eine hohe Fahrgeschwindigkeit erreichen. Das heißt auch eine hohe Verkehrsleistung. Man kann ganz schnell Personen oder Fracht von A nach B transportieren. Dadurch natürlich eine viel höhere Leistung. Und wie wir ja schon gesehen haben, oben und unten fahren lassen. Verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig, unglaublich, wenn ich die Eisenbahn anschaue, wenn die auf einer Bahn fährt, dann kann ich die nächste gleich hinterher, das geht nicht, das wäre viel zu gefährlich. Hier ist das aber möglich. Bedingt durch die relativ niedrigen Baukosten haben wir natürlich auch eine geringere Abschreibung, auch ein wichtiger Faktor. Eine, wie gesagt, eine sehr große Lebensdauer der Bahnstrecken, Radmasten, Schienenfahrzeuge und so weiter. Und hier steht ein Begriff, den finde ich mal lustig, geringerer Wert des Transportsystems. Das ist typische Übersetzung von Russisch auf Deutsch. Das ist natürlich nicht geringerer Wert, sondern die ganze Sache kostet nicht so viel, ist sehr hochwertig im Gegenteil dazu, aber kostet nicht so viel und das ist damit gemeint. Und man verwendet auch alles, was gut ist, jetzt schon vorhanden ist, baut man hier mit ein und das ist unglaublich. Also hier, man sieht die Betriebskosten auch zu den anderen, die ich gerade schon erwähnt habe. Skyway wieder oben mit 100%, das Extrem dagegen ist die Magnetbahn, das 30-fache.
Fache. Und dazu kommt bei der Magnetbahn, sie ist alles andere als umweltfreundlich, weil sie nach unten ausstrahlt. Wenn sie jetzt über Getreide oder irgendwie Äcker drüber fahren würde, wäre darunter alles verstrahlt. So, und jetzt kommen wir zu einem, was ich gesagt habe. Das Ganze ist alles elektronisch gesteuert, computergesteuert, sogar das Starten oder wenn der Bedarf wird gesteuert über Kameras, Stereokameras, Laserstrecken, Radar und alles, was es schon so auf dem Markt gibt. Und bedingt dadurch kann zu Stoßzeiten die Bahn bei Bedarf alle 2 Sekunden starten. Sie werden sagen, so schnell kann ich ja gar nicht zusteigen. Nun, es gibt ja verschiedene Größen. Natürlich habe ich ein größeres Fahrzeug bis zum Beispiel 160 Personen. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis sie zusteigen. Damit ist ja nur gemeint, das Fahrzeug startet und 2 Minuten später kann das nächste starten. Wenn die jetzt alle dastehen, die kommen jetzt alle aus der Arbeit, steigen gleichzeitig ein, dann könnten die Fahrzeuge tatsächlich alle 2 Sekunden starten. Also ganz krass. Und das ist auch nicht von Skyway erfunden, sondern da gibt es Tests drüber, dass sowas tatsächlich möglich ist. So, und ich habe ja schon erwähnt, die zweite, die halbstarre Konstruktion wird verwendet für das Hängebrückenmodell. Und hier ein ganz präzises Beispiel, hier wahrscheinlich im Meer draußen, weil man verwendet ja auch diese schwimmenden Türme, das sind Inseln, die nicht irgendwo fest verankert sind, sondern die sind schwimmend, wie zum Beispiel die Ölbohrinseln. Das kennen wir ja schon. Und hier sehen wir in der Mitte diese Hängebrücke, die kann man nutzen von 500 Metern bis 2 Kilometern. Und das ist so ausgerechnet, dass man durch die Ausnutzung der Gravitation, das heißt der Schwerkraft, bis zur Mitte hin, je nachdem, man muss es halt ganz genau ausrechnen, hier die Differenz, bei einem Kilometer wäre es zum Beispiel, müsste ich 50 Meter in die Tiefe, ist die Distanz größer, es muss natürlich auch die Tiefe etwas größer sein. Fakt ist, das ist so genau ausgerechnet, dass man 0 Energie benötigt bis zur Mitte und 0 Energie wieder bis zum nächsten Turm, weil man hier die Gravitationsmotorbremse wieder ausnutzt, damit man das Ganze nicht bremsen muss. Also das kann man wirklich ganz genau ausrechnen, dass hier 0 Energie benutzt wird. Unglaublich. Und diese Türme, ich finde sie recht spaßig. Ich sage immer, wenn es die Möglichkeit dann mal gibt, dann kaufe ich mir da drin eine Eigentumswohnung. Also diese Türme werden tatsächlich auch genutzt dann als Wohnraum, als Geschäftsraum und natürlich auch eben für die Bahn als Zusteigemöglichkeit. Und man sieht hier schon, die Energierückgewinnung durch Einsatz eines Rekuperators ist hier absolut überflüssig. So, dann ist natürlich ein wichtiger Faktor, der interessiert uns auch als Fahrgäste. Das Ganze ist sehr angenehm zum Fahren. Man hat ja hier kein Ruppeln, keine Schnittstellen, keine Dellen. Das alles ist sehr eben. Dazu gibt es ja auch keine Kreuzungen. Wenn man die Richtung wechseln will, dann macht man das in Kurvensystemen, in den Türmen. Das werden wir uns doch noch anschauen. Dann, man hat nur eine leichte Anlaufbeschleunigung, auch nur ein leichtes Abbremsen. Das ist alles elektronisch gesteuert, also sehr viel Komfort hier integriert. Und bedingt durch die ganze Struktur, die man sich vorstellt, hat man auch dann geringe Warte- und Fahrzeiten. Man kann in den Türmen, die wir uns später dann noch anschauen, zusteigen und mit dem Aufzug zum Beispiel nach oben fahren, dann in die nächste Bahn einsteigen und die Richtung wechseln. Also keine Kreuzungen, keine Hindernisse, keine Störung durch irgendwelche Fahrzeuge, Fußgänger und so weiter. Es bewegt sich ja auf der zweiten Ebene. Hier sieht man auch, wie das Ganze zum Beispiel auch im Meer aussehen könnte. Gut, und das ist ein weiterer wichtiger Vorteil, die Verkehrssicherheit. Natürlich, erstens mal ist es ausgeschlossen, weil es oben ist, der Zusammenstoß mit anderen Landverkehrsmitteln, sprich Auto, Fußgängern, auch Tieren. Dann Straßenbahn ist für mich immer ein Graus, wenn ich in eine Stadt komme und habe eine Straßenbahn, ich bin eine Landpflanze, da kann ich gar nicht umgehen damit. Dann mit Bahnübergängen, da gab es auch schon diverse Tote, weil es da irgendwas nicht so richtig lief, wie es sein sollte. Das ist hier alles ausgeschlossen.
Dann eine hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge. Die sind wirklich ein ganz besonderes Konstrukt. Und zusätzlich haben sie ein sogenanntes Anti-Entgleisschutzsystem integriert und Einzelradfederung. Das Anti-Entgleisschutzsystem schauen wir uns gleich auch nochmal an. Reduzierung der Unfallgefahr, auch weil diese Tragmasten sind hier einfach fest eingebettet. Das Grund- und Oberflächenwasser, das spült. Ist, umspült es vielleicht, aber es kann es irgendwo nicht ausgraben und so ist das Ganze auch wesentlich sicher. Und was auch interessant ist, wir haben ja immer wieder die Thematiken in letzter Zeit ganz gehäuft, Überschwemmungen in anderen Ländern, Tsunami, Erdbeben und so weiter. Auch hier haben wir einen wesentlich höheren Schutz und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, Erdbeben, ja, wie ist denn das, wenn ein Erdbeben ist? Dazu tragen zwei Faktoren bei. Erstens mal, wie gesagt, wenn wirklich einer dieser Pfeiler wegbricht, dann bricht noch lange nicht das Schienensystem, weil das einfach wirklich so optimiert ist. Und zweitens mal, und da komme ich dann auch gleich dazu, das ist das Anti-Entgleissystem. Das dient auch ganz stark zu dieser Sicherheit, wenn es jetzt mal ruppig wird, wenn es jetzt mal stürmisch wird und so weiter. Also hier unten nochmal der Vergleich Verkehrssicherheit. Wieder mit Abstand ganz vorne dran. Und hier kommen wir eben zu diesem speziellen Anti-Entgleissystem. Fasziniert mich immer wieder, wenn ich sehe, hier der Querschnitt der Schiene. Und hier kann man auch ganz deutlich sehen, das Rad, wie glatt das auf dieser Schiene läuft. Kein Zwischenraum wie zum Beispiel bei der Bahn, die dann immer so ein bisschen hin und her ruckelt. Und das kostet ja dann alles Kraftstoff, Energie und so weiter. Nein. Hier, das liegt ganz klar auf. Seitlich ist das Ganze abgesichert mit diesem Spezialrad. Und dieses gehört eben zu diesem Anti-Entgleissystem, das das Ganze wirklich um das Zehnfache nochmal an Sicherheit erhöht. Denn würde es jetzt extrem stürmen, dann sorgt dieses Sicherheitssystem dazu, wenn jetzt die Bahn zum Beispiel kippen würde. Gehen wir mal diesen Fall vor und würde auf dem Kopf hängen. Es würde dank diesem speziellen Anti-Entgleissystem nicht aus den Schienen ausbrechen. Das ist einfach so konstruiert. So, hier oben haben wir zum Beispiel eine Zusteigemöglichkeit, wie es in der Stadt aussehen könnte, und eben Hängemodell oder eine Hochbahn, wie es in der Stadt aussehen könnte. So, dann haben wir natürlich einen wichtigen Faktor, der uns Menschen wirklich interessieren sollte und ich denke auch tut, nämlich wir wollen ja unsere Erde schützen, wir wollen die Umwelt schützen. In dem letzten Jahrhundert oder noch ein bisschen länger haben wir ja regelrecht Raubbau getrieben durch die Industrialisierung mit unserer Erde. Ja, was ist der Vorteil? Die Bahn ist in der Höhe, so ein Pfeiler, der braucht nicht viel Platz. Und wenn dann mal ein Ankerpfeiler ist, der wird dann meistens gleich als Zusteigemöglichkeit genutzt und wenn nicht, dann braucht er auch nicht so sehr viel Platz. So, dadurch haben wir erstens einmal keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdausschüttungen, wie zum Beispiel bei Straßen. Da werden ja ganze Ländereien eben umfunktioniert. Dann keine Hindernisse für Tierwanderungen. Die können unten drunter sich bewegen, wie sie wollen. Das stört die überhaupt nicht. Die Froschwanderung wird auch nicht mehr gestört. Keine Bodenversumpfung, da es ja keine Hindernisse gibt für die Grundwasser- oder Oberflächenwasserbewegung. Dieser kleine Posten, der stört das Wasser nicht, da bewegt sie sich rum. Dann niedriger Kraftstoffverbrauch haben wir heute schon gehört, ist sowieso ein Riesenthema. Wir sparen auch unsere Ressourcen und man nimmt natürlich hauptsächlich wieder erneuerbare Energien wie eben Sonnen-Windenergien. Keine Hochspannung erforderlich. Man könnte sie integrieren, aber es ist nicht erforderlich. Und somit natürlich auch weniger Gefahren und keine elektromagnetischen Felder, wie zum Beispiel bei der Magnetbahn. Weil viele das dann immer wieder vergleichen. Also man sieht keinerlei Vergleich. Und natürlich keine Abgase, kein Tausalz, was wir bei der Straße ja brauchen. Reifenabrieb bräuchte man alles nicht und natürlich keine Asphaltdecke. Bräuchte man nicht, wenn man die Vision von Junitzki umsetzt in den nächsten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Und da ist ja ein ganz wichtiger Faktor,
davon, dass man das kleine Unibike oder das Unicar ja in späteren Zeiten dann anstatt dem Auto verwendet. Da komme ich dann nochmal drauf. Also auch, man sieht hier auch bei der Umweltfreundlichkeit kein Vergleich bei den anderen Transportmitteln. So, hier habe ich noch eine Folie heute neu dabei. Wer Russisch kann, kann es lesen, aber das braucht ihr gar nicht. Da geht es einfach darum, um die Aerodynamik. Die Aerodynamik sorgt dafür, dass einfach die Fahrzeuge auch zu den anderen Faktoren, die ich bereits erwähnte, so günstig, so energiebewusst vorwärts bewegt werden können. Und zwar hängt es zusammen eben, man hat kaum einen Widerstand. Erstens mal durch diese Konstellation von den Fahrzeugen. Jetzt mag ich mich wieder nicht. Immer das Gleiche. Von den Fahrzeugen, man sieht hier schon sehr windschnittig. Dazu kommt, dass das Ganze eben auf der zweiten Ebene ist. Es muss kein Druck ausgeübt werden, keine Kraft, um es auf dem Boden zu halten. Und das spezielle Schienensystem. Das sind die drei Faktoren, die dafür sorgen, dass die Aerodynamik hier einzigartig ist. Ich sage jetzt mal, die Eisenbahn ist ja schon recht gut mit einem Widerstand von 0,2. Wenn man Ferrari oder so ein Sportfahrzeug verwenden würde oder vergleichen würde, dann hätte man die Aerodynamik von 0,3 bis 0,4. Da gibt es keinen Wert, ja, der sich damit noch nicht befasst hat. Und wir haben hier 0,05. Und das macht sich natürlich extremst bemerkbar im Energieverbrauch. Also das sind wichtige Faktoren. Hier haben wir ein Beispiel, wie Junicki sich die lineare Stadt also vorstellt in der Zukunft. Man hat in der Mitte zum Beispiel solche Türme und von dort aus, oder auch in den Bergen, wie es hier ist, und von dort aus bewegen sich dann in allen Richtungen die geraden Linien. Und oben drüber und unten drunter, der Platz gehört den Menschen. Und der Vorteil liegt natürlich klar dabei, Reduzierung erstens mal der Straßenbaukosten, Emissionsverminderung, ein ganz wichtiges Thema heute. Immer wieder kommen die Umweltgipfel, immer wieder wird gesagt, man sollte da was erreichen und die Zahlen werden eher schlechter als besser. Habe ich vor kurzem wieder einen Bericht gehört. Also hier dieses System können wir maßgeblich dazu beitragen. Dann natürlich die Verhinderung von Verkehrsunfällen, auch ein Riesenthema auf der Straße, mir immer ein Graus. Dann Verhinderung von Staus in der Stadt, aber natürlich auch draußen auf den Autobahnen, Urlaubsverkehr zum Beispiel und Wiederaufbau der Ökosysteme. Man sieht hier ja schon deutlich an dem Turm, man integriert ja selbst in diese Türme. Ich habe das mal gelesen, das muss irgendwie von unten nach oben wachsen. Also wie das ist, ich kann das irgendwie noch gar nicht so nachvollziehen, aber auch das ist richtig durchdacht. Also ich bin immer wieder fasziniert, was hier für Kräfte, für Ideen walten. So, und dann kommen wir natürlich zu den Anwendungsbereichen. Das heißt, in welchen Branchen wird es verwendet? Wer kann diese Technologie ja gebrauchen? Im Grunde jedes Land, überall. Manche Länder brauchen es noch dringender, habe ich jetzt festgestellt bei meinem letzten Gespräch. Aber auch wir bräuchten es alle dringend, eben wegen dieser großen Vorteile. So, wo kann man es nutzen? Natürlich für die Güterbeförderung. Wer ist nicht jedes Mal, wenn er auf der Straße ist, sagt, oh Gott, diese ewigen LKWs. Ja, die Ware muss transportiert werden, entweder über Schienen oder über LKW. Aber dieses System könnte das Ganze maßgeblich entlasten. Man kann hier transportieren Schüttgut, zum Beispiel Erz, Baustoffe, Kohle. Man kann transportieren Stückgut, Waldstahl, Holzstämme zum Beispiel, Holzmaterialien, Containertransport, Transport von besonderen, vielleicht auch von gefährlichen Gütern. Fragen beantworte ich gerne im Nachhinein. Und natürlich auch die Beförderung von Flüssiggütern, zum Beispiel Erdöl. Man könnte hier die Qualitäten unterscheiden. Erdölerzeugnisse natürlich. Natürliches Wasser, auch Milch, ja, alle Flüssigkeiten, Erdgas,
All das könnte mit dieser Bahn transportiert werden. Und man kann das Ganze integrieren in alles, was schon an Infrastruktur vorhanden ist. Es gibt für den Transport der Güter zwei verschiedene Systeme. Eine ist natürlich das Hochtransportsystem. Das heißt, wenn die Bahn oben fährt, da kann man etwas schneller fahren im Güterbereich, nämlich bis zu 120 Stundenkilometer. Und die Traglast kann bis zu 100.000 Tonnen betragen, also unglaublich. Und die Beförderungsstrecke auch bis zu 5.000 Kilometer. Das kann kein LKW ohne Pausen. Aber das ist ja computergesteuert. So, bei den Hängemodellen, da müssen wir uns, denke ich mal, auf die Städte beschränken. Da können wir nur 40 Stundenkilometer zurücklegen, 5 Tonnen transportieren und nur bis zu 200 Kilometern fahren. Ich meine, es gibt ja hier auch x verschiedene Möglichkeiten. Wir können nicht alles in der Präsentation zeigen, aber es gibt es wirklich von klein bis riesig. Und die größten Fahrzeuge im Transportbereich von Gütern liegen bei 10 LKW-Ladungen. Also ist schon richtig immens. Hier sieht man, dass man das Ganze auch natürlich auf spezielle Seehäfen hinaus verlagern kann, sodass der Strand wieder uns Menschen gehört und die Bahn fährt raus, zum Beispiel auf so eine schwimmende Insel und dort werden die Schiffe beladen. Also alles ist hier wirklich komplett durchdacht. Und hier noch ein Beispiel zum Thema Erdöl- oder Erdgasindustrie. Erstens mal die Baukosten im Vergleich zur Pipeline liegen bei 35 bis 40% niedriger. Zweitens ist das Ganze schon mal topologieunabhängig. Also wenn ich eine Pipeline habe, muss den Berg rauf, brauche ich definitiv schon mal Pumpen, sonst kriege ich die Ware gar nicht hoch. Ja, das, was ich da fortbewegen will. Also sollte es möglichst immer sich nach unten bewegen. Hier mit diesen Kapseln ist das alles absolut unabhängig, ja? Dann fährt halt die Bahn hoch und fährt wieder runter, spielt überhaupt keine Rolle. Hier ganz deutlich. Und diese Kapseln, da könnte ich jetzt hier eine Kapsel, dann meinetwegen alle paar Meter, eine zweite Kapsel, dritte, 10, da kann ich eine Kapsel nach der anderen fahren lassen. Wenn ich möchte, kann ich dazwischen zum Beispiel noch ein Transportfahrzeug für Personen schalten. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe keine Begrenzung. Ich kann unten und ich kann sogar oben auch noch nutzen, wenn ich will. Ja, dann kann ich in beide Richtungen das Ganze nutzen, was bei einer Pipeline definitiv nicht möglich ist. Also, wie gesagt, keine Beschränkung. Ware, Personen, Lebensmittel, alles mit der gleichen Bahn, mit einem Konstrukt. Und das ist das Besondere und das wird noch viel für Aufsehen sorgen, denke ich mal. Hier ein Beispiel, wie es eben in die Berge hochgeht mit diesen Transportsystemen. Und hier ein Beispiel, wie in Australien das Ganze oft aussieht, wenn die ihre Ware von A nach B transportieren müssen. Das heißt, die haben rechts im Westen haben die Städte, sprich Melbourne bis Sydney. Das kleine Gebiet ist mit, ich sage jetzt mal, besiedelt, mit Personen, mit Menschen besiedelt. Und die ganze weite Fläche von Australien, vor allen Dingen dort, wo die ganzen Erzbergwerke sind, wo die Minen sind, da ist fast keine Besiedelung, fast keine Menschen. Das heißt, die haben eine Riesenherausforderung, riesige Strecken zurückzulegen, um die Ware überhaupt verarbeiten zu lassen. Denn dort, wo der Mensch ist, ist natürlich auch die Verarbeitung. Und für Australien ist das natürlich gigantisch. Früher haben sie das in so LKWs, wo ein Anhänger nach dem anderen dran hing, transportiert oder machen sie es jetzt noch. Und für die ist natürlich dieses System gigantisch. Wenn es Überschwemmungen gibt wegen ihren schlechten Straßen, ist logisch, bei der Distanz kann man nicht alles optimieren. Dann spielt es keine Rolle, weil die Bahn bewegt sich ja oben drüber. Und der Transport ist zu jedem Wetter eben geeignet, was in Australien nicht immer der Fall war. So, und im Personenverkehr haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen es ja schon zum Beispiel von der Bahn und so weiter. So, wir haben auf der einen Seite natürlich den Verkehr zwischen den großen Metropolen München, Berlin, Frankfurt und so weiter. Ja, da werden im Moment, kennen wir da die ICE-Züge zum Beispiel, zumindest in Deutschland, ich bin ja Deutsche, aber, oder ich sage jetzt mal sogenannte Schnellzüge. Der ICE fährt ja auch schon relativ schnell, aber bewegt sich eben auf der Erde. So, mit dieser Bahn
kann man wesentlich schneller sich fortbewegen, nämlich bis zu 500 Stundenkilometern. Und bei einer Fortbewegung von 100 Personen in 500 Stundenkilometern bräuchte man, wie gesagt, nur diese 0,7 bis 0,9 Dieselmotor oder entsprechend eben dann, ja gut, bei 360, dass ich nicht lüge. Also sind wir mal ganz großzügig, wenn man Liter Diesel bräuchte oder vergleichbar die Elektrizität, das ist unglaublich wenig. So, das ist das Thema eben für die großen Metropolen zu verbinden. Dann haben wir natürlich auch noch den Nahverkehr oder Regionalverkehr, den wir auch jetzt schon kennen. Hier könnten wir Geschwindigkeiten zurücklegen mit bis zu 300 Stundenkilometern, auch Kapazitäten bis 100 Fahrgäste. Ich habe aber gesehen, es gibt sogar noch ein paar längere, so bewegliche Fahrzeuge bis 160. Die Masten sind immer gleich, im Moment so um die 50 Meter. Wie gesagt, da arbeitet man dran bis zu einer Distanz bis zu 3000 Metern in der Zukunft. Das wird noch ein bisschen dauern. Im Moment arbeiten sie an den 400 Metern von Mast zu Mast, aber das ist einzigartig. Und dann natürlich haben wir noch den Stadtverkehr. Auch hier gibt es wirklich Fahrzeuge in allen Größen, Variationen, Hänge, Hochbahnen, genauso wie eben bei der Regionalbahn auch. Bei der Highspeedbahn, die wird natürlich meist über die Hochbahn sich fortbewegen. So, und da zeige ich euch jetzt mal unser neues Auto, das sogenannte Unibike. Wir werden es gleich nochmal groß sehen. Warum habe ich das Bild jetzt mit reingenommen? Weil das eine Besonderheit hat. Wer das Ganze in Facebook vielleicht schon ein bisschen verfolgt hat, das Unibike, das wird ja laut Skyway das zukünftige Auto von uns werden. Das heißt, wir bewegen uns über das Schienensystem und fahren mit diesem Unibike. Das gibt es von 1 bis 5 Personen, mit Fitness, ohne Fitness, wie wir es wollen. Ganzes soll auch alles mit Computern ausgestattet sein, wenn man möchte, sogar mit Körperscannern. Die scannen dich und dann kommt sofort dein Ergebnis an die Klinik oder an den Arzt, der sagt, okay, du bist gesund, passt alles oder es passt nicht, du solltest mal wieder zur Untersuchung kommen. All das kann in den Unibikes später eingebaut werden, natürlich in den Unicars auch, ja. Fakt ist, das soll unser Auto werden. Und diese wird es geben ab 1000 Euro. Zielsetzung, 1 Million Unibikes sollen gebaut werden in einem Jahr. Also das ist schon richtig Masse. So, diese spezielle Scheibe, die wir hier sehen, hat den Vorteil, wir sehen sehr viel, aber dieses Spezialglas lässt keine Wärme von innen nach außen, beziehungsweise von Wärme oder Kälte von außen nach innen. Das ist ein Spezialglas, das einfach hier den Klimaausgleich gewährleistet. Und zudem, wenn man mit 35 Kilogramm draufknallt, dann bricht es nicht. Also ist wirklich absolut abgesichert. So, hier sehen wir das Unibike nochmal als Hängemodell rechts oder auch hier. So könnte das sein, die fahren zum Beispiel hier am Fluss entlang, schauen sich das alles schön an oder hier über den Fluss drüber. So, man sieht hier schon, wie viele verschiedene Modelle hier schon mal gezeigt sind. Also da wird es alles Mögliche geben. Und hier kommen wir zu dem Spezialrad, das habe ich jetzt auch nochmal mit reingenommen. Ich werde natürlich nicht im Einzelnen drauf reingehen, wir sind ja alle keine Ingenieure und keine Fachleute. Fakt ist nur, dieses Spezialrad ist patentiert und wird auch immer nur von Skyway hergestellt. Das ist das Geheimnis, das wird niemand erfahren. So, und hier drinnen ist auch der Motor integriert. Das nur mal so nebenbei erwähnt. So, hier haben wir ein paar Möglichkeiten, wie die Bahnhöfe aussehen könnten in der Zukunft. Oben rechts, das haben wir schon gesehen. Links, das finde ich recht spannend, eben auch oben die Bäume drauf, alles überall naturintegriert. Unten, wie es zum Beispiel mal aussehen kann mit Kurvenelementen. Oder hier könnte ich mir vorstellen, bei weitläufigen über Autobahnen drüber. Also man sieht, die haben sich wirklich in allen Richtungen schon was gedacht. Und wer ist der Erfinder?
dieser grandiosen Technologie natürlich Junitzki, das heißt Anatoli Eduardowitsch Junitzki. Für mich ein Phänomen, seit fast 40 Jahren arbeitet er an dieser Technologie, entstand ursprünglich von seiner Zeit als Astronaut, aus der Astronautik. Er hatte ja die Vision, Spaceway zu gründen, das heißt, den Transport ins All hinaus zu verlagern. Vielleicht schafft er es ja noch. Das ist auf alle Fälle seine Vision und die Vorstufe ist eben Skyway. Er ist der Erfinder von 140, der Autor von 140 Erfindungen. 30 seiner Erfindungen wurden schon lukrativ umgesetzt, nämlich mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Zusätzlich ist er der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien. Das sind einfach wissenschaftliche Arbeiten mit einem Gegenstand und der Verfasser von 200 wissenschaftlichen weiteren Arbeiten. So, dann wie gesagt Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften, das erst seit 2000, Astronautics schon seit 1986. Und er ist natürlich der Erfinder dieser gigantischen, aufsehenserregenden Transporttechnologie. Hier haben wir ein paar Patente, Auszeichnungen, die er für seine Errungenschaften erreicht hat. Gehe nicht im Einzelnen drauf ein. Und hier haben wir das Hauptprojekt, das wir derzeit finanzieren und das jetzt kurz vor der Vollendung steht. Also die Vollendung, die endgültige Vollendung, ja, die wird dauern bis 2018. Und zwar geht es da um die sogenannte High-Speed-Strecke hier. Diese Strecke hier, ursprünglich wurde sie angesetzt mit 30 Kilometer Strecke. Man braucht das ja eben wegen der Beschleunigung und wegen dem Bremsverhalten und so weiter. Man konnte das dank der Einsetzung der Gravitationsmotorbremse verkürzen auf bis zu 16 Kilometern, was natürlich enorm an Kosten einspart, weil man ja 2 bis 3 Millionen ungefähr benötigt für einen Kilometer Strecke. Aktuell ist es so, dass man hier vorne diesen Bahnhof baut oder gebaut hat. Ich denke, das ist so ziemlich fertig. Hier ist auch noch mal einer und die Strecke be bewegt sich jetzt von hier bis hier. Das hintere Stück fehlt noch, das wird noch dauern. Ja? Weil ich meine, zaubern können auch die Russen nicht, auch wenn sie, die Weißrussen, ja, auch wenn sie so eifrig sind, dass sie Tag und Nacht arbeiten und auch am Wochenende, aber zaubern, das geht nun mal nicht. So, hier in der Mitte haben wir die Regional- oder Stadttrasse. Hier integriert ein Hängebrückenmodell. Hier zwei Kurvenelemente. Wenn wir um die Kurve wollen, brauchen wir Kurvenelemente. Das haben wir hinten auch. Hier haben wir die Präsentationshalle, später soll es ein Museum werden. Und hier hinten haben wir die Frachttrasse und hier hinten wird demonstriert, wie man belädt. Zum Beispiel, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, 4 bis 6 Sekunden, 5 Tonnen kann man beladen. Also während des Fahrens extrem schnell die Beladung. Das kann man hier hinten dann alles demonstrieren. Legt mich jetzt nicht auf die Sekunden fest, habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Aber auf alle Fälle in einer Zeit, die unvorstellbar ist und das während des Fahrens. So, hier haben wir nochmal diese Schiene. Man sieht schon, sie zeichnet sich durch diese, ja, genau. Es gibt viele Filme in YouTube über diese ganzen Informationen. Hier drinnen ist zum Beispiel integriert diese Informationskommunikation und Energieversorgung und eben als Beispiel alle möglichen Fahrzeuge. Und wo befindet sich der? Die meisten wissen es jetzt mittlerweile schon, nämlich in Minsk oder in der Nähe von Minsk, in Mariana Gorka. Das ist bewusst so gewählt worden, weil das strategisch sehr klug gewählt ist, weil man dort eine gute Verkehrsanbindung hat und weil dort sehr viele Wissenschaft vor Ort ist. Also viele Wissenschaftler, viele kluge Köpfe und das hat eben gut gepasst. Und dieser Park wird derzeit finanziert mit unseren Mitteln. Hier sieht man es nochmal von oben. Ganz schön hier auch diese Hängebrücke nochmal. Und hier kann man eben genau demonstrieren, dass man keine Energie benötigt. Und hier werde ich dann später mal irgendwo meinen Baum pflanzen oder vielleicht der eine oder andere von uns, der hier auch mit dabei ist. So, und ja, dieser Park ist natürlich, der hat einen Businessplan. Und er wurde veranschlagt mit 240 Millionen US-Dollar. Und dafür sammeln wir derzeit die Gelder. Und die Projektumsetzung ist im geplant von 2015. Start war des Baus im September 2015.
Und endgültig soll er fertig sein, spätestens 2018. Da hat die liebe Marita einen Link rein. Wer mehr wissen möchte, kann es anschauen. Es gibt natürlich mehrere Finanzierungsquellen für diese Projektfinanzierung, aber hauptsächlich über Crowdfunding oder auch derjenige, der auch die Webinar, ich glaube, Dimitri Tschenkov, glaube ich, heißt er. Ich leg mich nicht fest, Russisch ist nicht so meine Stärke, der auch diese Webinare immer noch mithält. Der ist auch mit Investor, aber hauptsächlich eben im Moment über Privatinvestoren. Im Schnitt haben wir aktuell, wie das rauskam, da sind wir jetzt sicherlich schon drüber, waren es 2 Milliarden US-Dollar in über 50 Ländern von 30.000 Investoren. Also die Zahlen stimmen definitiv nicht mehr. Da haben wir schon dafür gesorgt, dass es mehr sind. Dafür danke ich allen nochmal. Und das Ganze wird jetzt schon auf das Zehnfache geschätzt vom Wert her und der Immaterialgutwert. Das heißt, der Wert, wenn das Ganze mal ausgebaut ist, wurde von externen Experten geschätzt, dass er sich mindestens mal auf 400 Milliarden US-Dollar belaufen wird. Ja, und wenn ich das sehe, was sie jetzt schon tut, die sich alle schon darum streiten, dass sie davon mehr erfahren wollen oder das haben wollen, also ich sehe da keine Bedenken. Da müsste höchstens Junitzki nicht mitkommen mit seinem Team, mit den Bauern, aber am Interesse liegt es definitiv im Moment nicht. Und am 29. November soll ja dort die erste Live-Vorstellung sein vor interessierten Ländern und dann auch die ersten Vertragsunterzeichnungen, was für uns ja interessant ist. Und somit bewegen wir uns dann von der Demonstration, das wird jetzt das nächste sein, im nächsten Jahr dann langsam in die Markteinführung. Es gibt ja schon einige Projekte, die fest geplant sind. Russland hat ja schon fix unterschrieben. Australien ist sowieso schon ein Herd, der brennt. Also da geht ja wirklich die Post ab. Aber das Interesse ist von so vielen Ländern, die wir jetzt schon wissen, allein in unserer Gruppe, so groß. Also ich denke, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Nehmt es nicht übel, wenn ich immer noch diese drin habe. Das fällt mir immer erst auf beim Webinar. Natürlich bewegen wir uns jetzt schon in der Phase 8. Und ich gehe davon aus, wenn wir noch dürfen, dann gehen wir in die Phase 9 nach der Präsentation. Es geht einfach darum, wann sind diese 7 Milliarden Anteile verkauft. Ob die jetzt wir kaufen als Privatinvestoren und wir geben ja momentan auch alles, damit wir den Leuten, die wollen, noch die Chance geben. Oder ob es dann mit einem Schlag von Großinvestoren aufgekauft wird, das haben wir nicht in der Hand. Wir haben es nur in der Hand, selbst zu sagen, will ich dabei sein, will ich nicht dabei sein. Und den Leuten, die uns wichtig sind, zumindest die Information zu geben, dass sie die Entscheidung selbst für sich treffen können. So, und dann komme ich zu den News der Woche. Sie sind Gott sei Dank nicht ganz so umfangreich diese Woche wie eben die letzten Male. Ich habe heute nur in Anführungszeichen zwei News. Entschuldigung, das will ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, hier geht es darum, es gibt natürlich die letzten Tests jetzt vor der Verwirklichung, vor der Vorführung im Öko-Technopark. Ich habe bewusst das Bild hier gewählt mit dem YouTube und drunter. Dieses Video findet man in YouTube. Wer möchte, kann da drinnen mal ein bisschen gucken. Wir haben es ja auch immer wieder in unsere Skype-Chats rein, wer in unseren Gruppen ist, in unseren Chatgruppen. Da geht es einfach darum, dass man alles testet, ob eben die Steuerung funktioniert, die Stromversorgung, die Klimatisierung, die ganzen Fahrzeuge werden nochmal durchgecheckt, bevor sie dann eben endgültig in den Öko-Technopark kommen. Und hier gibt Junitzki eben den Michael ein Interview über diese ganzen Sachen, die eben da passieren. Ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, weil es ist sowieso sehr viel Input. Und das ist natürlich auch ein Thema. Die Presse wird immer mehr aufmerksam hier aktuell im russischen Bereich, nämlich von der Nachrichtenagentur Regnus News. Was schreiben die drüber? Natürlich extremst positiv. Sie gehen davon aus, genauso wie wir, dass dieser Ökotechnopark der Zeitpunkt ist, der die ganze Welt verändert im Transportbereich, dass man von dort aus
eben die ersten Verträge unterschreibt. Und dass diese Transporttechnologie, wie gesagt, die ganze Verkehrsindustrie auf der Welt in Zukunft verändern wird. Ich persönlich stimme Ihnen da voll bei, weil es ist einfach gigantisch. So, dann gibt es noch eine zweite Gruppe. Moment, habe ich jetzt hier sogar aufgeschrieben, da muss ich nicht alles auswendig können, ihr werdet es mir verzeihen, nämlich die Russregion Inform. Die berichten eben darüber, dass die Japaner das Ganze schon seit längerem beobachten. Wir wissen ja noch aus den letzten Webinaren, die waren ja auch auf dieser Expo in Minsk, auf dieser Energiemesse. Und da hat ja auch der japanische Botschafter schon angekündigt, dass er eben im Januar, glaube ich, wenn dieses Forum ist, dass sie dort eben mit Junitsky sprechen wollen. Und eben die haben also den Junitsky eingeladen zu diesem Moskauer Business Forum, eine Plattform, die grundsätzlich dient zur Entwicklung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Gussländern und eben Japan. Und Fakt ist, immer öfter wird Skyway in dem Zusammenhang erwähnt, weil es so etwas Besonderes ist, bedingt durch die Schiene, durch die Automatisierung der Kontrollsysteme, durch die Geschwindigkeit, die gefahren werden kann und vor allen Dingen natürlich durch den umweltfreundlichen Faktor.